So Leute, willkommen zurück zu One Piece Pirate Warriors 4. Ah, ich weiß, die Parts kommen ein bisschen unregelmäßig. Das ist immer, wenn ich nehme immer ein Stück auf und dann habe ich erstmal keine Zeit für das Spiel. Ein alter Freund, weil wir Freunde sind. Auch wenn man nicht einer Meinung ist, Freunde sind Freunde. Kämpfe an der Seite der beiden, um die bösen Piraten zu besiegen. Ja, würde sich ja eigentlich ein Freund von beiden anbieten. Wer ist denn mit beiden befreundet? Ich hätte jetzt gesagt, am ehesten noch Tashigi. Wie sieht denn ihre Wachstumskarte aus? Da sind ganz viele Sachen, die wir noch nicht gekauft haben. Das lässt sich ändern. Schon wieder Lags. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ich verstehe nicht, was dieses Spiel zum Laggen bringt. Ich kann hier mal Firefox ausmachen. Ich habe schon das meiste aus. Ich verstehe es einfach nicht. Kein anderes Spiel stellt sich so an. Und es ist nicht mal mehr mein Computer, der heiß wird. Ich habe nämlich eine Zusatzkühlung dran. Das da kann ich hochmachen. Glühregen. Und das da geht auch. Okay, die meisten Skills können wir tatsächlich verbessern. Und ihre Angriffskraft auf 14 erhöhen. Das ist eine Menge. Und ihr seht, ich habe eine ganze Menge gemacht. Ach, da fehlt mir so eine silberne Teleschnecke. Brauche ich Sachen, die habe ich noch nie gesehen. Aber selbst die wir haben, habe ich noch nie gesehen. Also macht euch da keinen zu großen Kopf. So. Was haben wir denn? Sprühregen, Wolken und Blumen, der Vollkraftburst, den haben wir. Sprühregen, Mondlicht brauchen wir nicht. Nehmen wir Sprühregen, wohlriechender Schmetterling. Und da nehmen wir Sprühregen, schwebende Wolke. Warum nicht? So. Rest ist alles eingestellt, dann geht's jetzt los. Ist immer so ungewohnt, mit so einem kleinen Charakter zu spielen, nachdem man einen großen gespielt hat. Habe ich nämlich als Vorbereitung auf die Aufnahme hier, weil ich eigentlich noch ein bisschen farmen wollte, habe ich Big Mom gespielt und jetzt stellt man fest, wie nah dieser Charakter rangezoomt ist. Schöner Angriff. Hab ich den nicht ausgetauscht, den Angriff? Offenbar habe ich den wieder reingemacht. Das ist halt der beste, den wir haben. Das ist ein starker Angriff. Erobert das Gebiet Galera beim Hauptquartier, das haben wir. Ja, ich muss garantiert noch mehr. Diamante ist aufgetaucht. Welches Gebiet soll ich erobern? Kommandanten der vier Kaiser sind aufgetaucht. Okay. Und was genau wollen die Kommandanten jetzt von mir? Können die mir das vielleicht nochmal irgendwie aufschreiben oder so? Ach, an der Seite von Marco immerhin. So, jetzt reicht's. Du willst einen echten Kampf, Barges? Du kriegst ihn. Du bist kein Champion. Ein echter Champion kämpft fair und ehrlich. Du bist nichts als ein Versager, der jemand sein möchte.
ってくれるよい。Das Gebiet ist jetzt uns. Das Gebiet muss ich noch erobern, das hier, in dem ich gerade bin. Sehr schön. Ach, das ist Diamantes Gebiet. Sorry, Diamante, aber ich bin die bessere Schwertkämpferin. Tschüss. Da wäre gerade auch Marco zur Hilfe gekommen. So. Alle weghauen. Die Schiffsbauinsel Süden gehört uns. Muss ich hier jedes Gebiet einnehmen? Kann das sein? Sieht fast so aus. Ach, Captain Buggy will was? Wahrscheinlich zusammen mit König Doflamingo, ne? Glaub bloß nicht, dass du hier lebend rauskommst. So, schön hier alles erobern. Mischt sich jetzt Dings ein, Sabo. Verprügel Luchi an der Seite von Ace und Sabo. Können wir gleich machen. Ja, das sind auch würdige Gegner für ihn. Ich meine, rechte Hand von dem meistgesuchten Mann der Welt, Dragon, und Kommandant der zweiten Division von Whitebeard. Und dazu natürlich noch Rogers Sohn. Und glaubst du, weil du jetzt hier zu einer Wildkatze bist, habe ich Angst vor dir? Vergiss es, ich schlitz dich auf. Ob kleines Schmusekätzchen oder nicht. Du bist offline. Oh nee, die haben mir mein Internet wieder gekillt. Es war gerade wieder da. Ich komme nämlich gerade eigentlich aus dem Livestream, also eigentlich nicht rauskommen. Das ist falsch gesagt, weil ich hatte einen Livestream. Der wurde beendet, als mir das Internet abgestellt wurde, weil die da irgendwas dran rumwerkeln gerade. Und jetzt ist offenbar mein Internet gerade wieder weg.
Was ist der Wunsch? Ach, da ist er. Überlass den mal bitte mir. Ich bin ein bisschen stärker als ihr. Ach, der hat mich unterbrochen. Mistkerl. Leg dich nicht mit Tashigi an. Tashigi hat eine andere Kragenweite. So, was ist die nächste Mission? Wilde Stärke. Wilde Kämpfer mit der Macht von Land- und Seekreaturen versammeln sich. Ringe sie nieder, um den Sieg zu sichern. Das heißt, ich darf ja jetzt im Prinzip keine Kreatur sein, sondern muss jemand sein, der dagegen steht. Also auch Kaido wäre wahrscheinlich falsch. Wir haben ewig nicht Brook gespielt. Was haltet ihr davon? Ich glaube, ich hatte mal gesagt, Brook will ich nie wieder spielen. Wird sich jetzt zeigen, ob das stimmt. Wenn ja, dann habe ich es nämlich vergessen. Und die Zeit heilt viele Wunden. Aber ich weiß nicht, ob sie auch das, was Brook falsch gemacht hat, heilt. Ich meine mich da dunkel an was zu erinnern, aber es kann auch sein, dass ich das verwechsel und Brook eigentlich ein total gut spielbarer Charakter ist. Wenn ja, dann tut's mir leid, Brook. Aber wir werden's gleich sehen. Weil jetzt verballere ich all unser Geld für Brook. Jetzt kann er sich nicht mehr verstecken. Okay. Rondol Kehrtwende fand ich, glaube ich, doof. Ich weiß es nicht. Ich meine, das wäre doof gewesen, aber ich weiß nicht, was ich dafür will. Vielleicht das hier. Soul. Ja, Tsugiri. Das ist, glaube ich, cool. So. Dann testen wir einfach mal aus. So, Big Mom hält uns ja für auch so eine Kreatur. Wir sind keine und das beweisen wir jetzt. Ja, er zieht nicht wirklich viel ab. Ich glaube, das war auch mein Problem mit ihm. Zumal Marco ja ein unheimlich flinker Charakter ist. Irgendwas habe ich zersäbelt, aber es war nicht Marco. Gott, hält Marco viel aus. Entweder das oder wir sind wirklich nicht gut und Brook muss noch eine ganze Menge üben. Aber ich glaube, Marco ist auch einfach schwer zu treffen. Ja.
Oh, Marco, lass den Dreck. So, Brook hat Marco besiegt. Ja, unser größter Fan Bartolomeo. Ach, Mr. Two und Ruffy streiten wieder, weil es der falsche Ruffy ist. Sorry, aber ich kenne dich. Du bist nicht Ruffy. Ja, es sind halt beides Kopierleute. Zwei Leute, deren Fähigkeit im Kopieren von anderem liegen. Muss 500 Leute besiegen. Oh, ich habe 500 Leute besiegt. Wo ist eigentlich der Anführer? Ach, der steht da hinten irgendwo. Ach, Eki! Moin! Ich hab doch keine Angst vor einer Giraffe. Sag ich doch. Es gibt absolut keinen Grund, Angst vor einer Giraffe zu haben. Okay, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich können Giraffen einen richtig fertig machen, wenn sie wollen. Aber zumindest diese Giraffe hier. Vor der habe ich keine Angst. Okay, vor Giraffen habe ich derzeit auch keine Angst, aber wahrscheinlich schreibt mir dann einer drunter, dass Giraffen nicht zu nahe kommen sollte, weil die total gefährlich sind und dementsprechend. Ja. Man weiß ja nie, welche Tiere so alle gefährlich sind. Generell sind alle gefährlich. Crocodile ist erschienen und Dings ist erschienen. Sorry, Law. Aber ich darf nicht zulassen, dass du dich mit ihm verbündest. Nee, das hat Law nicht angekratzt. Oh nein, sie haben sich schon zusammengeschlossen. Okay, schön viele Leute vermöbeln. So. Soul King.
Die könnt ihr alle immer noch stehen. Na komm schon, die beiden schaffe ich auch. Ich habe schon so viele Leute fertig gemacht. Solo. Das war's. Und als nächster ist Crocodile dran. So. Ich krieg Crocodile nicht kaputt. Der ist zu schnell, ich treffe seine Verteidigung nicht. Obwohl ich hier der Geschwindigkeitstyp bin. Okay, jetzt habe ich seine Verteidigung durchbrochen, jetzt hat er verloren. Zack, alle weg. Perfekt. Ja, aber Brook ist nicht so der starke Typ. Brook macht viel zu wenig Schaden, finde ich. Ach, Chopper ist mein Endgegner. Ich habe keine Ahnung, wo Chopper steht. Ich greife einfach in die Runde an. Und hoffe darauf, ihn mitzuerwischen. Und ich treffe. Tja, Chopper, ich mach dich alle. Und zack, du bist schon zerschnitten. Oh, ich habe ihn verfehlt. Offenbar. Dann versuchen wir es nochmal. Also, wie ich sagte, du bist schon zerschnitten. Da mein Internet scheint sich wieder berappelt zu haben. Warum auch immer das manchmal geht und manchmal nicht. Ach Gott, ich muss gerade mal auf mein Handy gucken. Mein Vater erzählt schon wieder Schwachsinn. Könnte ich mich gerade wieder aufregen? Ich habe zu meinem Vater gesagt, ich komme Montag früh, weil ich Sonntagabend nicht schaffe. Da müsste ich dann irgendwie um 0 Uhr fahren. Meine Schwester schreibt mir jetzt, ja, der Papa hat gesagt, du kommst am Montag nicht. Wo ist denn da der Sinn?
Ja, gut. Leute, ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben würde ich mich sehr drüber freuen und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit One Piece Pirate Warriors 4 und auf Friedhöfen geborene Piraten. Bis dann, euer Wolf.